So, da sind wir wieder. Oder hallo und herzlich willkommen zurück. Oder willkommen zurück bei der das Kreuzfilm. Oha, jetzt weiß ich, warum ich zu viel trage. Die Fackeln. Na, drei reichen erstmal fürs Erste. Achso, jetzt weiß ich auch, warum ich auch zu schwer bin, weil ich ja noch einen Drachenknochen habe. Huch, was ist denn hier los? Diese Leute warum würde jemand hier lagern wollen? Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Naja, die sind getötet worden. Schwarzfäller-Notiz. Schwester, ich weiß, dass ihr kommen werdet, um mich zu finden, aber es wird zu spät sein. Wenn ihr diesen Brief findet, verlasst diese verlorene Höhle so schnell wie möglich. Was wir waren, narren zu glauben, dass wir so nah bei derartigen Wesen wohnen und friedlich leben könnten. Ich hätte mit euch zum Lager zurückkehren sollen, nachdem wir hier unten die Fackeln aufgestellt hatten. Ich dachte, diese Trolle wären anders und dass sie irgendwie verstehen würden, dass wir ihnen nichts schaden wollten. Ich bin umzingelt und es ist noch eine Frage der Zeit, bevor mich einer der Trolle umbringt. Ich hoffe, dass es ein schneller Tod sein wird. Lebe wohl, liebste Schwester. Okay. Oh, Gold. Spinnenei. Trollfeld. Nehme ich mal mit. Das trinke ich mal. Trinke ich auch mal wegen dem Gegengift. Hier liegt ein Geldbeutel. Ein Beutel ist niedrig und Gold. Nehme ich mal gerne mit. Aber hier kann man wenigstens uns hinlegen und schlafen. Und hier oben geht's ja weiter. Schätze ich mal. Ich glaube, da geht's wieder zurück. Ich schätze mal, ja. Da geht's wieder zurück. Was? Wo bin ich? Ach, hier. Hallo? Achso. Bauwau stört. Ja. Aua. Das war ein bisschen fies, aber das ging. So. Runter. Wir müssen runter. Nicht nach rechts, sondern nach unten. Von rechts sind wir ja gekommen. Oh. Au. Ah, verdammt. Ah, verstehe. Es war eine Falle von hinten. Ja, ich stehe noch mehr. Oh. Serana, du bist echt nie. Nee. Ich sag's immer nicht, ey. Hallo? Verlassene Höhle? Ah. Das sieht doch mal was. Oh. Fackel alle. Das bedeutet, ich kann mir eine neue Fackel holen. Jetzt habe ich meinen Kerzenschein. Dann nehmen wir mal. Wo ist mein Zaunmann? Oh, ich habe so viele in der Favoritenliste, ich kann mich doch nicht auswählen. Ja. Ah, hier. So, Zaunmann. Und wo ist mein Schild? Danke. Du hast keine Chance gegen mich oder gegen uns.
tot. Interessant. Der Troll ist auch tot, das ist gut. Was ist denn das? Darf ich dich mal fragen, wer du bist? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Ich bin Ritter Paladin Gedebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Aha, was für eine Art Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten, meinen Bruder. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt. Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Wisst. Hoppla. Aber irgendetwas Nissen, stimmt nicht. Bist... Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschreien? Ja, lasst es mich euch zeigen. Schrein von Auriel. Das ist ein neuer Schrein. Da guck ich mal Auriel 10. Auriel 10. Zielkunst verstärken. Projektilwaffen sind 10% effektiver. Zielkunst verstärken? Okay. Es ist also wie mal wieder Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn.
Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage, einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere Wegschreine gibt es noch? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Okay, Krug des Initiaten hinzugefügt. Ich muss ihn also an jeden Wegschrein auffüllen. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Ich breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Okay. Überlebe die Schwarzfallpassage. Okay. Dann legen wir los. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Minecraft. Ja, diese Portale. Ja, das erinnert mich doch irgendwie so an Minecraft. Unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Aber irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Wärmer. Nee, ich glaube, ich muss hier eine Fackel benutzen. Weil das ist halt wieder dunkel. Wow! Mit dem Fuß gekillt. Wie geil ist das denn? Was hast du? Oh, eine neue Zutat. Ich glaube, ich hätte erstmal hier den ganzen Mist irgendwie wieder. So, brauche ich nicht. Brauche ich ja nicht mehr. Fall mal. Ups. Das wird doch eine Lehre sein. Das sind die Pfeilmer, die wir aus dem... Oh, nein, oder? Achso, ich hab jetzt gedacht, ey. Pfeilmer? Da vorne? Ja.
weiblicher Falmer. Falmer Schleicher. Was hat der denn hier? Ein Falmer Schild und eine Falmer Kriegsaxt und ein Granatstein. Nehme ich mal mit. Wir sind ja nicht so gewichtbelastend wie die Zaubertränke oder so. Oh. Unglaublich, aber das Schwert macht richtig schön Damage. Oh, ein Skelett. Hi. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das hätten wir geschafft. Fallmauer, das sind die ganz normalen Fallmauers. Das will ich. Einen Sinnstein nehme ich mal mit. Dietrich? Zaubertrank der geringen Magiker, willst du mich verarschen? Das nehme ich doch nicht mit. Dann nehme ich mal den winzigen Sinnstein. Den fülle ich auch mal ganz kurz mal auf. Apropos, ich muss wieder ein paar Sinnsteine füllen, wie ich das Gefühl habe. Und wo ist mein beschworener Schwert? Hier geht's lang. Ja, ich bin richtig. Hallo? Oh, bitte, noch mehr Falmer. Ah, Seele gefangen, schön. So, ein Falmerbogen. Nee, der ist mir so. Was willst du von ihr? Die Seele gefangen. Danke. Ich wusste es. Noch mehr Geld. Da werde ich ja reich, ey. Ah, spar mal wenigstens für Geld. Wo ich ein paar Missionen machen hier von den. Oh. Schau mal, noch eine Seele gefangen, cool. Das wird euch eine Lehre sein. Ah, hier, Lichtblüten. Lichtblüten sind neu. Die sind doch eine Art Zutat. Lichtblüten, was sind sie denn? Lichtblüten. Lichtblüte. Magieresistenz entdeckt bei Lichtblüten. Also in Lichtblüten. Komische Lichtblüten. Oh. Oh. Meine Fackel ist leer. Neue Fackel. Hä? Oh. Wo? Oh. Da! Axel gleich! Seele gefangen. Geld. Weil das nehme ich gerne mit. Gehärtete Falmer-Rüstung. Wow. Falmer-Rüstungen gibt es jetzt. Das ist ja cool. Ach ja, und dann habe ich ja noch. Ach nö, jetzt ist alle. Nix da, ich habe ja noch was. Ich kann mir das ja immer wieder beschwören. Steigt der immer meine Beschwörung an. Hallo, ist hier jemand? Ich dachte, dass ich etwas gehört habe. Oh, da oben. Au! Und Bella! Und Gold. Oh, das ist episch.
Das war episch gerade gewesen, diese Falle. Mein Zuhause? Wo ist mein Feueratem? Hä? Achso, verstehe. Schwere Rüstung verbessert, cool. Aber ich muss erst mal was trinken. Eine Heilung, bitte, und eine kräftige Heilung dazu. Alter, wow. Wer ist das? Wer greift da mich immer wieder an? Okay. Wer nicht hören will, muss fühlen. Herzenschein. Ach, der Typ da hinten. Was sagst du gleich? Okay. Ich könnte mir ein paar Zutaten mitnehmen. Aber jedenfalls. Oh, muss ich doch erstmal den Kerzenschein nehmen. Den müssen wir rum. Noch welche? Woher seid ihr gekommen? Was hast du gesagt? Ihr seht ja aus, als ob ihr stinkt. Wie geil. Eine starke Heilung mit und ist mein Kerzenschein. Brauche ich auch keine Fackel, ne? Thank you.
Mein Katzenschein ist schon wieder aus, ey. Was soll das, bitteschön? Macht dann hier so eine Stöhngeräusche. Ein Skelett. Was Schwarzpagase, zweite Notiz. Merkwürdig, warum die Verfluchten an dieser steinernen Barriere wohl so viele Fallen aufgestellt haben. Ich werde mich etwas ausruhen. Sollte nichts überstürzen für dies. Diese Fallen gibt es einen Grund und den möchte ich lieber später als früher erfahren. Ich werde einfach hier sitzen, wieder zu Kräften kommen und versuchen, die Fallen zu meinem Vorteil zu nutzen. Ja, natürlich. Zwiebel und Fallen. Was immer sich auf der anderen Seite befindet. Alle wollten, dass es dort bleibt. Oh! Was bist du bitte? Wow! Ein Teilzwiebelzahntiger! Das muss doch eine Lehre sein. Ein Teilzwiebelzahntiger. Cool. Sein Fell kann ich eigentlich hochnehmen, aber das ist zu viel Gewicht. Eine Giftblüte. Giftblüten hinzugefügt. Was ist das denn, bitteschön? Giftblüte. Gesundheitssenken in Giftblüte. Okay. Irgendwie tiefer oder so? Hallo? Boah, leuchten die. Ich nehme jetzt die Lichtblüten mit. Den Rest kann ich hier lassen. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Wow. Ja, jetzt schwimme ich mal eine Runde. Ich wollte schon immer mal schwimmen gehen. Oh, Rehkitz. Wow. Oh. Warte mal. Den Silberzahntiger nehme ich mal mit, der hat so ein Auge drinne. Ist da noch irgendwie einer? Ja. Der erwischt den Tiger. Erwischt der Tiger das. Wow, da ist er. Mann, ey, die Ohren von denen sind so geil. Oh, oh, da ist was. Ich glaube, da oben befindet sich noch ein Wegstein. Gehen wir weiter. Oh cool, ich hab's gefunden. Ich hab ihn. So, währenddessen sage ich jetzt mal, bis zum nächsten Part bei The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard. Also, mal schön gucken.